Leute, herzlich willkommen zurück zum Monster Hunter und ihr werdet es nicht glauben, wir gehen auf eine Selbstmordmission. Wir haben drei Gegner vor uns. Wir haben den Kong, heißt er doch Kongalala? Nein, Quatsch, den Eisdingsterbumster. Och mein Gott, ich und Namen. Jedenfalls den, dann haben wir noch den Slice-Magel vor uns und ja, den Tigrex. Es ist wirklich so, wir haben den Tigrex vor uns. Und ich habe mich hier allerbestens vorbereitet. Besser geht es eigentlich für mich aktuell gar nicht mehr. Ich habe mich mit einer Feuerwaffe ausgerüstet. Blangonga hieß er. Genau, um den Blangonga zu besiegen. Der ist gegen Feuer allergisch. Der Slice-Magel auch ein wenig. Und so wie es ausschaut, sind wir mächtig am Arsch. Die flüchten schon von dem Feld da. Der T-Rex macht mir besonders viel Sorge, weil er bestimmt eine Hausnummer für mich wird. Nix hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe mal Hitzetränke mir jetzt gegönnt. Besser ist das. Wir werden hier echt alles Mögliche an Skills und so weiter verbrauchen müssen. Und dann, oh Gott. Sind die alle auf einem Feld? Ich hoffe nicht. Aber ich würde jetzt schon fast vermuten, so wie das ausschaut. Ja, danke. Hau mich doch um. Oh, bitte jetzt keine extremen Lags. Eins. Ach, einer nur. Okay, alles klar. Warum laggt es jetzt? Ah, das gibt's doch nicht. Ja, hau mich raus. Danke sehr. Das hat ja echt gut angefangen. Und jetzt werde ich sogar noch so den kleinen Scheißviechern genervt. Hoffentlich sind die hintereinander weg. Hintereinander weg würde mir gefallen. Ach, Alter, ey. Ihr kackkleinen Viecher. Ich will ihr Plax. Ich will ihr Plax. Schon lange nicht mehr gegen den Blangonga kämpft, ne? Oh Mann. Und drauf. Er dreht am Rad. Eindeutig. Ein wenig auf die Füße schlagen. Oh, sehr schön. Ha, hat's uns rausgerollt, lol. Ich glaube, die kommen wirklich nacheinander, was mir sehr wohlgesonnen kommt. Ich glaube, es geht einfach darum, wer hat am meisten Healpots dabei und so weiter, um drei Monster hintereinander zu überleben. Daneben. Ich sehe nichts mehr. Wo ist er denn? Scheiße. Und da rollt er davon. Bam, in your face. Nochmal umdrehen. Und was? Scheiße.
Und ich habe leider keine Gate-Pots mehr. Deswegen habe ich mir jetzt hier mal echt... Nein, hör auf, wegzurennen. Leider keine Gate-Pots mehr. Deswegen habe ich mir jetzt mal die Dust of Life mitgegönnt. Wodurch wir die anderen, glaube ich, mitteilen. Wo ist er denn? Auf der 8? Ernsthaft? Schön, unsere Kältetoleranz ist auch weg. Warum kommen die nicht hinterher? Was machen die denn da? Sind das Dummbatzel? Na komm. Boah, Alter, ein 3000er Hit. Ach nee, warum trifft er mich denn noch zu guter Letzt? Will den echt fangen? Okay, wie du willst. Mach euch. Oh. Da war mir nichts mehr mit. Nichts mehr mit fangen. Ich glaube, er wollte ihn wirklich fangen. Er war gerade die Bälle am Werfen. Ach, der Arme. Aber die Blangonga, die brauchen wir, Blangonga, nicht mehr wirklich. Also ich zumindest muss nichts mehr von dem looten. Kann natürlich sein, dass die anderen immer noch was von dem brauchen. Ja, wo ist jetzt der Nächste? Wo haben wir den nächsten Gegner? Ich werde mir jetzt mal auch meine fröhlichen Fleischrationen reinhämmern. Denn die benötigen wir. Besser ist das. Ich gehe mal auf der 7 gucken, ob der da ist. Der 7 ist nix. Ah, da ist er. Oh ja, der T-Rex. Der gute alte Kumpel. Weg mit dir. Weg da, verdammte Scheiße. Immer diese kleinen Mistviecher. Nein, 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 nein. Jetzt wird's hart. Aber wenn ich das richtig sehe, ist er nicht so hart wie der Kutku-T-Grex. Verdammt, du hast, wie konntest du mich treffen, Mistvieh? Bin doch gerade ausgewichen. Beim nächsten hätten wir mal ein Hunters Life-Dings. Boah. Nein. Vielleicht jetzt einfach mal, um auch die anderen mitzuheilen. Sehr schön. Oh, weia, oh, weia. Ich glaube, er ist jetzt gerade in seinem Enrage-Modus. Scheiße. Boah, was der für einen Schrei ausstößt. Ich bin immer noch benommen.
Da schreitet er voran mit Riesenschritten. Oh Mann, ey. Gut, wie wir gerade benommen ist. Nein, hat er aufgehört? Er ist nicht mehr benommen. Und das heißt, er geht wieder in Rage. Aber ich glaube, wenn der Enrage ging, hat er noch eine ganz andere Farbe gehabt, ein Augenglühen zumindest. Haha! Da ist er ab. Komm doch her. Wir sind mega gut vorbereitet. Bam, da kriegst du einen auf die Mütze. Jetzt wird es natürlich Zeit. Oh, er haut ab. Alles, was wir nicht haben, sind Farbbälle und diese Claymore-Dings. Die habe ich diesmal nicht mitgenommen, um Platz zu sparen. Aber bis jetzt, finde ich, machen wir echt einen guten Job. Und wenn das so weitergeht, kommen wir sogar zeitlich ganz gut hin. Au. Oh. Hack ab. Oh, scheiße, stimmt ja. Sein Schrei macht ja auch Schaden. Und die andere Metall. Leck mich am Arsch. Daneben. Oh, über mich gesprungen. Komm, wir müssen nur einmal umschmeißen, dann kann ich meine Superattacke drauf basteln. Das kann ich ja auch hier drehen. Nein. Scheiße, warum habe ich den T-Rex noch nicht freigeschaltet? Der macht eigentlich voll viel Bock, ihn zu spielen. Ich dachte ja, ich hätte ihn freigeschaltet oder ich würde ihn freischalten. Oh oh. Au, verdammt. Aua. Und die andere mal wieder mitteilen. Das tut weh. Wow, da haben wir echt Glück gehabt. Komm schon, fall um. Er hat eine Glatze. Wow, wir haben ihn gefangen. Sehr schön. Vorbereiten auf den nächsten Kampf. Und weiter geht's. 5 Stunden schaffen wir, Leute. Schaffen wir locker. 3 Monster in einer Folge. In einer Quest vor allem. Jetzt ist der Frage. Oh Gott, ey. Ich und dir, Dicke.
Der Dicke. Ach ja, schön. Jetzt die Frage, wo taucht das nächste Monster auf? Wieso sehe ich nur noch zwei Spieler? Wo ist denn der dritte hin? Wahrscheinlich backt er sich hier so durch die Gegend. Ach, ich sehe sein Leben wieder. Ich habe... Ah ne, habe ich gerade schon gesehen. Was für eine verkorkste Scheiße. Da, wir könnten Zeit nutzen und ein paar Dings fangen, aber wir haben kaum Platz. Wir haben doch keinen Platz. Okay. Nein, nicht die Waffe schleifen. Gott, Mädel. Das habe ich mir verdient. Okay. Jetzt natürlich volle Kanne drauf. Das rockt. Jetzt noch der. Bam. Alter, kriegt der übelst aufs Maul. Wir müssen weg hier vor ihm. Wow. Au, scheiße. Alter, wer hätte das gedacht, dass wir das so gut durchziehen können? Oh nein, sie wurden gesteppt. Hier steppt der Bär. Gott, was für langweilige Wortwitze. Bitte keine Lags. Hot Trink rein. Oh ja. Was auch immer passiert ist. Du hast es verdient. Okay. Wie sieht's mit Leben aus? Alle kriegen mal einmal einen Heal. Bam. Macht richtig Spaß, Eiler zu sein. Speis. Ich kann nicht mehr reden. Meine Fresse, ey. Na komm hierher. Komm, Wolfi. Mach mir den Wolf. Was war das denn? Au, verdammte Glück. Scheiße. Da habe ich auch echt Glück gehabt. Noch nicht gesteppt bis jetzt, aber das ändert sich gleich. So wie bei dem armen Keks. Wow, seht ihr? Alter, was habe ich denn jetzt gerade für ein Pech? Wie kommt du denn in meine Richtung? Nicht hierher. Alter, ich will mich heilen. Ah, nee, ey. Da ist jemand gefallen. Aber ich kann nicht meine ganzen Dingspots dafür ausgeben. Tut mir leid, lieber Spieler. Ich konnte dich nicht mehr heilen. Aber ein Verlust, ganz ehrlich, wie viel haben wir? 5 Katzentickets. Das ist ja 10-mal geiler aktuell als die ganzen gammeligen Quests, wo wir die ganze Zeit gegen den Slice-Magel gekämpft haben. Ohne Erfolg. Sehr schön. Komm, noch einmal umfallen oder so. Wir schaffen die Mission. Wir schaffen die.
Es wird mal wieder Zeit. Ich heile mal wieder. Alle wieder voll. Yay! Wow, wow. Jetzt nur aufpassen, dass ich nicht noch mehr Leben verliere. Einmal die langweiligen kurz reinhauen. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh, Glück gehabt, dass er sich gerade jetzt ausruht. Was? Du hast mich auch noch gesteppt, du Arschgeige. Wow, wir haben es geschafft. Liebe Leute, die haben den einfach umgebracht. Wie konnten die nur? Die hätten ihn fangen müssen. Egal, liebe Leute, geile Aktion. Wir haben es geschafft. Ey, jetzt bin ich guten Mutes, dass wir die anderen auch noch besiegen. Aber ganz ehrlich, hier gibt es natürlich die geilsten Items. T-Grex-Items, Slice-Markel-Items. Wenn wir Glück haben, können wir somit sogar unsere Rüstung bald verbessern. Was haben wir denn Schönes bekommen? Ja, nö, nichts Interessantes. Egal, wir gehen mal den Berg rauf und ernten noch ein wenig Scheiß. Moment, den geht's da irgendwie hoch. Irgendwie ist das falsch markiert hier. Oder? Nein. Stimmt, hier, ich bin so blöd. Ja, liebe Leute, dann machen wir doch jetzt schon keinen Feierabend, denn ihr seht jetzt erst gleich, was es für Loot gibt. In 10 Sekunden, da können wir jetzt eh nichts mehr gammeln. Ja, toll. Jetzt habe ich mich total verlaufen. Egal. Ja, liebe Leute, das war eine geile, geile Mission. Und jetzt gibt es natürlich jede Menge Loot. Und wir waren natürlich wieder am schlechtesten. T-Grex besiegt, das allererste Mal. Oh, ja. Davon brauchen wir welche. Nicht schlecht, würde ich sagen. Finde ich gut, finde ich gut. Sehr gut. Davon mal wieder zwei, das ist auch super. Zwei von den Scheißdokumenten. Wir können vielleicht irgendwann bald unser neues Monster freischalten. Gut, liebe Leute, dann aber jetzt erst einmal Feierabend. Ich glaube, ich gönne mir in der nächsten Folge auch die anderen noch einmal. Macht eigentlich viel Spaß, die hintereinander wegzuballern. Besser als zwei auf einmal. Und es gibt ja immer zwei Dokumente, deswegen ist das, glaube ich, der beste Weg. Hier an dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, teilt es vor allem in die Welt hinaus. Wie geil das war. Und ich danke dir fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bye.